Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Premium Modellbau. Thema des Videos heute sind Lipo-Akkus und zwar geht es um Lipo-Akkus speziell im Einsatz für Multicopter. Und wenn wir Multicopter meinen, dann meinen wir nicht solche Akkus, sondern solche Akkus. Ganz genau. Heute ist das Thema, es geht eben um große Akkus für größere Multicopter. Das bedeutet, wenn man sagen, alles ab 6000, 8000 mAh aufwärts. Und das ist eben das Thema heute, weil viele Kunden bei solchen Akkus immer noch ein bisschen Bedenken haben und sich unsicher sind, was ist der richtige Akku, wie wähle ich denn aus, welchen Akku brauche ich, welches Modell, auf welche Zahlen muss ich da achten. Und das ist einfach das Thema, was wir heute mal vorstellen möchten. Anbei haben wir euch, tu den kleinen einfach mal aus dem Bild, das ist eben für andere Anwendungen gedacht, haben wir euch mal zwei Akkus mitgebracht. Exemplarisch, das sind eben beide 6S Lipos von Gensace. Und einmal als 10.000 mAh und einmal als 12.000 mAh Variante, beide mit 15C. An den beiden kann man einfach mal schön diese Kennzahlen durchsprechen und sagen, worauf es ankommt. Und da sieht man auch, was wichtig in so einem Akku ist und wir würden euch einfach mal ein paar Sachen dazu sagen. Genau, ihr seht schon eigentlich am Label selbst, auf dem Akku selbst, also auf dem Label oder auf dem Akku, sind eigentlich die meisten Kennzahlen drauf. Ich würde einfach mal einen Akku dazu auspacken, dann holen wir uns den dazu her und dann können wir parallel das am besten anschauen. Hier ein Akku in dieser Größe, der kommt ganz sicher verpackt in Luftpolsterfolie. Ich versuche das hier mal rauszunehmen. Ich würde mal einen zweiten Akku aus dem Bild schieben, so lange. Sieht eben, der Akku ist auch hier nochmal eingeschweißt, dass wir eben noch im Flur nichts passieren kann. Dann haben wir das gute Stück. Also nicht erschrecken, er ist doch deutlich kleiner, als die Kiste zuerst vermuten lässt. Es ist halt einfach Transportschutz. Jetzt würde ich mir mal ganz kurz nochmal komplett auspacken und dann zeige ich euch, wie das Ganze aussieht. So, wie man sieht, der Akku ist doch deutlich kleiner ausgefallen, als die Kiste zuerst vermuten lässt. Wie gesagt, eben alles Transportschutz, damit das Ganze sicher bei euch ankommt. Hier haben wir jetzt eben einen Akku, 10.000 mAh, 6S, 15C, der typischerweise in einen größeren Multicopter kommt. Größer würde ich mir sagen, so ab 3-3,5 Kilo Abfluggewicht, je nachdem, was man wieder erreichen möchte, sind wir da im Prinzip in einem guten Bereich. Seht auch immer, bei allen Modellen, die wir anbieten, haben wir meistens die Empfehlung, was so die Mindestakkugröße ist. Das ist einfach ein Erfahrungswert, den wir festgestellt haben oder natürlich auch berechnet, je nach Modell und an den kann man sich halt vortasten. Größer ist nicht immer besser in so einem Fall, weil irgendwann kommt man an einen Punkt, wo das zusätzliche Gewicht sich nicht mehr in Flugzeit niederschlägt oder man überschreitet eine Gewichtsgrenze, die man unter Umständen einhalten möchte. Aber nochmal ganz zurück zu den Werten. Grundsätzlich ist es bei solchen Akkus so, alle Akkus über 100 Wattstunden sind ein Sonderversand. Das heißt, die kann man nicht einfach so zum Beispiel mit DHL verschicken, sondern die bekommen ein spezielles Label auf die Verpackung außen drauf und werden auch nicht mehr von allen Transportdienstleistern transportiert. Ihr könnt diese Akkus natürlich trotzdem bei uns mitbestellen, wenn ihr was bestellt. Am besten schreibt uns dazu einfach eine Nachricht. Wir euch empfehlen euch so einen Akku, dann bekommt ihr den direkt, in dem Fall von Gensace, zugesendet. Müsst ihr aber um nichts kümmern. Das heißt, wir übernehmen die ganze Abwicklung, ihr bekommt den Akku und der wird dann eben auch speziell in einer einzelnen Sendung verschickt. Und das ist dann nur dieser Akku und da ist dann nichts anderes dabei. Und der hält dann natürlich auch dann die ganzen Standards ein, was man da braucht, um das Ganze zu verschicken. Grundsätzlich ist es so, dass man unabhängig von der Größe die Akkus eigentlich immer gleich behandeln sollte. So ein Akku, wie ihr schon seht, hat hier in dem Fall einen Balancer-Anschluss und ein Plus-Minus-Kabel. Das heißt, ihr müsst immer natürlich schauen, wenn ihr so einen Akku einsetzt, dass wenn ihr ihn benutzt habt, der am besten auf eine Storage-Spannung runter entladet und ihr nicht voll geladen lagert. Das heißt, auch da unterscheidet sich so ein großer Akku nicht von einem kleinen Akku. Auch da gelten im Prinzip alle Sicherheitsregeln. Das heißt, würde ich auf sowas da einmal weiter eingehen, da findet ihr genug dazu online, was die ganzen Regeln sind, wie man sowas auch auflädt und alles. Heute geht es eher um die technischen Daten dahinter. Genau, was ich schon sagte, erster Punkt, Wattstunden. Was sind überhaupt Wattstunden? Wattstunden ist im Prinzip die Kennzahl, die anzeigt, wie viel Energie in diesem Akku gespeichert ist und wie viel Energie dieser Akku theoretisch auch, wenn man ihn komplett leerladen würde, abgeben kann. Und dieser Wert ist auch anhand dem wir eigentlich Akkus vergleichen. Viele Kunden auch fragen immer an und sagen, in eurem Setup steht aber ein 6S Lipo. 6S Lipos sind doch zum Beispiel viel schwerer als 4S oder ein 5S Lipo. Warum empfehlt ihr denn 6S Lipos? Was der Kunde in dem Fall sicherlich meint ist, dass ein Akku mit 6S und 10.000 mAh schwerer ist als ein Akku mit 5S und 10.000 mAh. Da hat der Kunde natürlich vollkommen recht. Was der Kunde in dem Fall aber nicht in Betracht sieht, sind, dass der Akku mit 6S natürlich auch eine Zelle mehr hat und dadurch auch mehr Wattstunden zur Verfügung. Das heißt, was wir eigentlich immer in diesen ganzen Berechnungen machen, ist, dass wir das auf die Wattstunden runterbrechen. Wattstunden lassen sich ganz einfach berechnen. Man sieht es vor allem beim 10.000 mAh Beispiel, kann man es vielleicht schon erahnen. Im Endeffekt ist es nur die Nennspannung. Also 22,2 Volt, das heißt 6 Zellen a 3,7 Volt, gibt 22,2 Volt,
eben also Nennspannung mal Zellanzahl mal den Milliampere-Stunden und zwar in Ampere gerechnet. Das bedeutet 22,2, in dem Fall mal 10, weil es 10 Ampere sind, also 10.000 mA, gibt 222 Wattstunden. Genauso beim Akku drüber, seht ihr schon, da ist es so, dass dieser Akku 12.000 mA hat, also 22,2 mal 12 gibt genau 266,4 Wattstunden. Ihr seht schon, bei den beiden Akkus kann man auch gleich sehen, der größere Akku in dem Fall hat auch eine größere Milliampere-Stundenzahl. Genau, das ist schon mal der eine Punkt. Genau. Das heißt, jetzt wisst ihr schon, wie man das Ganze berechnen kann. Was man in dem Fall dann machen sollte, ist, wenn man auch Akkus untereinander vergleicht, dass man einfach das Ganze auf die Wattstunden runterbricht und im Endeffekt sich einen Faktor ausrechnet. Wir rechnen gerne in dem Fall einfach Wattstunden pro Kilo. Das bedeutet, wir rechnen einfach jeden Akku über einen Faktor um. Ganz einfach. Wir teilen die Wattstunden durch das Gewicht in Kilo und können dann rausfinden, wir können pro Kilogramm Gewicht so und so viele Wattstunden erreichen. Bei dem kleineren hier vorne sind das in dem Fall ca. 70,5 und beim großen sind es ca. 168. Das heißt, wenn wir das Ganze auf ein Kilo runterbrechen, der kleine wiegt 1,3 Kilo, der große knapp 1,6, sieht man dann anhand diesem Faktor, dass in dem Fall tatsächlich der kleinere Akku rein von den Wattstunden her spannender ist. Und das sind eben so Punkte, das ergibt sich ein bisschen immer so ein Sweet Spot, wo man erkennt, welcher Akku für welche Anwendung passt. In dem Fall ist es einfach so, wenn ich den großen brauche und den Platz habe, dann kann sein, dass der große trotzdem natürlich in dem Fall die bessere Anwendung ist. Umgekehrt ist es meistens so, dass je größer der Akku ist, je spannender wird dieser Wert. Das heißt, es ist eigentlich immer so, kann man eigentlich fast festsagen, dass in dem Fall zwei 6S5000er Akkus, die ja die gleichen Wattstunden zusammen ergeben würden, immer deutlich mehr wiegen als ein 6S10000er Akkus. Zum einen natürlich, ihr habt nur einmal Kabel, ganz klar. Zum anderen, die Verpackung außenrum ist auch nur einmal, die Zellenanzahl ist anders aufgebaut, das heißt, die Zellen in dem Fall sind größer und es ist auch weniger Zwischenmaterial in dem Fall einfach. Also es ist, kann im Prinzip eigentlich fast festhalten. In dem Fall hier, wie man sieht, ist es nicht ganz so der Fall, weil die Akkus einfach ein bisschen anders von der Konstruktion sind. Aber im Endeffekt kann man eigentlich fast immer sagen, dass wenn man einen größeren Akku nimmt, da ein interessanterer Faktor rauskommt. In dem Bereich, wo wir jetzt hier sind, ist es manchmal nicht mehr so viel. Wenn wir jetzt zum Beispiel vergleichen, nur mal in den Raum zu werfen, Chainsys baut auch einen 26.000er als einen 26 Ampere-Stunden, da ist der Faktor schon bei über 180. Natürlich ganz klar, für die Anwendung, die wir hier sprechen, können wir den nicht gebrauchen, der Akku wiegt über 3 Kilo, ist natürlich deutlich zu groß. Aber auch da könnten wir überlegen, 2,5 mal den kleinen ist deutlich uninteressanter als ein großer, für diese Anwendung. Natürlich müssen bei so einem Punkt auch immer andere Sachen einfließen. A, die physische Größe. Selbst wenn ihr einen Kopter habt, auf den zum Beispiel dieser Akku passen würde, also rein vom Gewicht, habt ihr vielleicht nicht die nötigen Maße. Das heißt, vielleicht wollt ihr links und rechts einen Akku an die Landebeine oder oben. Dann kann es einfach sein, es ist besser, nehmt die zwei kleinen, nehmt es in Kauf. Dafür könnt ihr das Ganze besser anordnen und könnt natürlich auch den Schwerpunkt treffen. Genauso kann es sein, dass ihr das auf eure Ladetechnologie abstimmen wollt. Ihr habt zum Beispiel ein Ladegerät, das gar nicht diese Akkus in der Leistung vollladen kann, zum Beispiel das Mobil einsetzen wollt oder sonstiges. Oder es kann auch mit Richtlinien, wenn ihr unterwegs seid, also internationale Grenzen überschreitet oder sonstiges sein, dass ihr einfach sagt, ihr habt ein bisschen Grenze, die ihr einhalten möchtet, dann kann es einfach sein, es ist sinnvoller, mehrere kleine zu nehmen. Das heißt, in dem Fall ist dann vielleicht der große gar nicht das Richtige. Da muss man einfach auf den Einzelfall eingehen und da können wir euch natürlich auch gerne beraten, wenn ihr uns sagt, welche Anwendung ihr habt, können wir euch empfehlen, was in dem Fall einfach für euch Sinn macht. Kommen wir aber nochmal zu dem Akku zurück. Die nächste Zahl, die wir noch nicht erwähnt haben bisher, ist die C-Zahl. Die C-Zahl ist einfach ein Faktor, mit wie viel man diesen Akku konstant belasten kann. Und es bezieht sich immer auf die Kapazität. Das bedeutet, 15C ist das 15-fache von 10.000 mA. Das heißt, dieser Akku hier könnte konstant mit 150 Ampere belastet werden. Wie auch immer, das sind immer theoretische Werte. Manchmal ist es so, dass weder der Stecker, in dem Fall ist es ein EC5-Stecker, gar nicht 150 Ampere konstant aushalten würde. Das heißt, der würde tatsächlich schmelzen, würde das versuchen. Genauso kann es auch manchmal sein, die Kabel sind nicht dafür ausgelegt. Es ist einfach nur ein technischer, theoretischer Wert, der berechnet ist und an dem man sich orientieren kann. Was man immer sagen kann, ist, im Multicopter-Bereich, im Gegensatz zum Beispiel zu FPV-Racing, wo man quasi kleinere Akkus einsetzt, die möglichst eine hohe C-Zahl haben, ist es so, dort möchte man natürlich möglichst leistungsfähige Akkus haben, die kompakt sind. Da ist es 80, 100C durchaus möglich, weil man einfach aus einem kleinen Akku viel Leistung abrufen möchte in einer kurzen Zeit. Der Akku bringt kurzzeitig höchste Leistung und auch das nur für unter Umständen 1-2 Sekunden, wenn überhaupt, dann wieder weniger, dann wieder viel und so weiter. Das heißt, für diese Belastung braucht man einen Akku, der das aushält. Hier in unserem Bereich ist es genau umgekehrt. Wir haben eigentlich die meiste Zeit in Schwebeflug und nur kurzzeitig höhere Belastungen.
Das heißt, wir möchten eigentlich einen Akku, der optimiert ist auf den Schwebeflug und auf die durchschnittlich längere Anwendung und brauchen diese hohen Belastungsraten gar nicht. Wenn wir hier einen Akku hätten mit 10C, dann könnte der mit tatsächlich 1000 Ampere belastet werden. Da werdet ihr keinen Multicopter auf der Welt finden, zumindest wo diesen Akku nutzt, wo ihr das nur annähernd brauchen würdet. Typisches Beispiel, wenn wir hier so ein Modell haben, wo dieser Akku reinkommt, hat dieses Modell einen Schwebestrom, der vielleicht bei nicht mal 30 Ampere liegt. Das heißt, wir sind hier auch mit diesem Akku noch weit, weit unter diesem Wert. Das heißt, würde es hier einen 5C-Akku geben, würden wir auch einen 5C-Akku kaufen. Gibt es aber nicht. Also die 15C ist bei Chance Ace schon der untere Bereich. Jetzt fragt ihr euch, ja, ist es denn unabhängig vom Preis nicht immer besser, einen großen, hohe C-Zahl zu kaufen? Klar, also wie ich schon erwähnte, natürlich ist es so, dass hohe C-Zahl-Akkus immer teurer sind. Im Vergleich zu niedrigeren. Das heißt, Preis ist ein Faktor. Was aber für uns noch viel schlimmer ist, wenn wir sagen, den Preis würden wir verschmerzen, ist einfach das Gewicht. Nämlich ein Akku mit mehr C ist einfach belastbarer ausgelegt, ist eine andere Zellenstruktur, andere Chemie innen drin. Oftmals ist einfach so, dass dieser Akku dann mehr wiegt. Und das ist eigentlich das, was wir genau nicht wollen. Das heißt, für uns ist es so, wir berechnen den Akku immer so, dass wir gut im Bereich sind, den wir brauchen. Wie gesagt, hier haben wir immer noch das Fünffache an Kapazität, was wir eigentlich oder an Maximalleistung oder Dauerleistung, für was wir maximal abrufen würden in unserem Fall. Da sind wir gut runter. Das heißt, wie gesagt, auch ein Akku mit 5C würde hier wahrscheinlich gut ausreichen. Das ist schon das Niedrigste, der ist der leichteste Akku, den es aus dieser Serie auch gibt. Deswegen haben wir gerade diesen Akku mitgebracht. Ist in dem Fall das Mittel der Wahl. Ja, beim größeren, seht ihr, da ist es sogar noch mehr. Da hätten wir im Prinzip als kleine Anmerkung noch zu den Steckern, die verwendet werden sollen. Wie immer findet ihr bei den meisten Steckeranbietern Angaben, wie weit so ein Stecker konstant belastbar ist. In dem Fall an dem Akku sind jetzt EC5-Stecker dran, das ist ebenso wie der Abwehr kommt. Ansonsten würden wir empfehlen, was oftmals sehr gerne eingesetzt wird, sind eben ganz klassische XC90, das heißt, die sind 90 Ampere konstant belastbar. Ist im Prinzip eigentlich die gängige Variante, die man sehr gerne einsetzt. Das heißt, das ist auch eine Möglichkeit. Bei größeren Varianten ist es dann eher noch schon AS150, das heißt, es sind dann quasi diese großen Goldstecker, die bis 150 Ampere belastbar sind. Aber auch da seht ihr natürlich immer, entweder ist bei eurem Rahmen zum Beispiel schon Stecker dabei oder ihr habt auch eine Empfehlung, was ihr da einsetzen solltet. Ja, beim größeren hätten wir 15 mal 12 Ampere, das heißt sogar 180 Ampere Dauerbelastung. Ihr seht auch hier natürlich, je größer die Kapazität des Akkus ist, natürlich die C-Zahl, obwohl die C-Konstante gleich ist, war natürlich immer die Belastbarkeit mit hoch, ist auch ganz klar in dem Fall. Da hätten wir noch mehr Reserven. Das heißt, also auch hier sind wir gut auf der sicheren Seite. Das bedeutet, auch wenn ihr euch Akkus aussucht, lasst euch nicht von diesen C-Zahlen blenden. Für diesen Multicopter-Bereich, wo wir hier sprechen, reichen 15C locker immer aus. Außer natürlich, ihr würdet einen Akku finden, der tatsächlich bei der gleichen Leistung und dem gleichen Gewicht mehr C hat. Und es sind tatsächlich echte C-Raten. Oftmals ist es auch so, dass der Hersteller, vor allem irgendwelche anderen Hersteller, jetzt nicht so Markenhersteller wie Genesis ist, aber andere Marken irgendwas draufschreiben und die Werte stimmen gar nicht. Das heißt, auch da würden wir uns nicht verrückt machen, sondern sucht euch einen Markenakku aus, gerade wie zum Beispiel die Chance Ace Akku, die sind auf der sicheren Seite, die werden auch im professionellen Bereich sehr gerne eingesetzt, sind zuverlässige Akkus. Preis-Leistung ist ja wirklich auch gut, das heißt, auch da ist es so, dass man nicht unbedingt überbezahlt, sondern die Akkus sind einfach wirklich gute Akkus, die man solide einsetzen kann. Genau, was wir noch kurz erwähnen wollten, man sieht auch schon, ich drehe mal auf diese Seite, man sieht hier noch die Entladekabel, das ist im Prinzip, wie gesagt, schon EC5 ausgeführt, auch am Querschnitt kann man schon erkennen, das sind jetzt 10 AWG-Kabel vom Querschnitt, das ist mehr als ausreichend für das Ganze. Hier vorne ist der Balancer. Wie immer ist in dem Fall ein einfach ganz normaler Balancer-Adapter für 6S. Bei Genesis ist es so schön eingeschweißt, das heißt, da kann nichts passieren. Braucht ihr natürlich dann fürs Laden oder wenn ihr die ganze Einzelzellenspannung überwacht. Hinten drauf findet ihr auch immer noch die Hinweise, wie ihr den Akku laden solltet, in dem Fall nicht mehr als 5C. Werdet ihr schon mit den meisten Ladegeräten Schwierigkeiten haben, das sind 50 Ampere konstant. Können kleine Ladegeräte gar nicht. Würden wir aber auch nicht unbedingt immer empfehlen, wenn ihr die Zeit habt, laden ganz mit 1C oder 2C. Das trägt meistens dem Akku so eine längere Lebenszeit bei. Und wenn es nicht unbedingt so eilig ist, dann passt das Ganze auch. Genau. Das ist im Prinzip schon die wichtigen Punkte. Wie immer natürlich, ihr könnt uns gerne dazu fragen. Wir erwähnen, können natürlich euch gerne auch beraten, wenn es um den Akku geht und empfehlen euch ein paar zu einem Setup. Was wir ganz kurz zeigen wollen, ist, viele Kunden fragen sich auch vorher, welchen Akku brauche ich denn eigentlich? Was wir hier immer gemacht haben als Service, wir haben für alle gängigen Akkugrößen von Genesis haben wir Templates. Das bedeutet, das sind einfach, seht ihr, ganz normale Druckteile, PLA, das ist nichts Besonderes. Die sind einfach nur entsprechend genau den Akkumaßen. Das heißt, man kann vorab schon mal mit den Maßen in seinem Modell messen. Ihr seht, das ist der hier, so rum. Seht, entspricht genau dem Akku. Das ist eigentlich eine schöne Sache. Das heißt, ohne die Akkus da zu haben, vor allem für den Kunden kann man in dem Fall schon mal messen, wenn man ein fertiges Modell hat oder so, kann man schon mal messen, was eigentlich passt.
Seht schon, die Leuchtfarbe sticht auch ziemlich raus. Das haben wir einfach nur so, dass man direkt sehen kann, das ist ein Template-Muster. Da können wir einfach vorab messen, welcher Akku passt perfekt rein, wie viel Platz brauchen wir, was passt aber physisch rein. Viele Kunden, wie gesagt, wenn man schon eine Karton sieht, erschrickt erstmal, können sich gar nicht vorstellen, wie groß ist so ein Akku eigentlich, wie viel Platz brauche ich. Das heißt, so ein Template ist echt mal eine nette Sache. Wenn ihr das Ganze haben wollt, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben, können wir euch natürlich die Dateien zuschicken, das ist kein Problem. Aber an den Hand, mit denen planen wir vor allem dann auch, wenn wir Setups zusammenstellen, können wir auch sehen, ob das physisch reinpasst, ob zusammenpasst. Vor allem ist es auch dann ein Punkt, weil viele Kunden immer ein bisschen Angst haben, diesen Akkus zu hantieren. Das heißt, da muss man nicht den ganzen den Akku rumziehen irgendwie bei den ganzen Messarbeiten und sonstigen, sondern bringt den Akku tatsächlich erst am Ende dann zum Einsatz. Und so lange kann man halt auch, wenn man das montiert oder sonstiges, einfach das Template nehmen und da passiert nichts, sondern das ist einfach im Prinzip nur eine Kunststoffkiste, die als Platzhalter dient. Wie immer, wenn ihr dazu noch weitere Fragen habt, könnt ihr uns natürlich gerne eine E-Mail schreiben oder uns anrufen. Wir freuen uns auf eure Anfrage und wünschen euch dann noch einen schönen Tag.